den Mut hatten, heute zu uns zu kommen. Ich freue mich, dass wir trotz dieser Gegendemonstration so viele Menschen sind, die erkannt haben, so geht es in Deutschland nicht weiter. Bevor ich ein paar Ausführungen machen möchte, muss ich Ihnen allerdings die Versammlungsauflagen bekannt geben. Gott sei Dank wurden die Corona-Auflagen heute abgeschwächt. Das brauche ich Ihnen heute nicht mehr vorlesen, aber es ist zu beachten, dass die passive Bewaffnung, also ein Verbot von Mitführen von Schusswaffen oder von Gegenständen, die geeignet sind, andere zu verletzen, verboten sind. Ich bitte Sie, friedlich zu bleiben. Ich weiß, dass von uns aus noch nie eine Gefahr ausging. Denn wir als Bürger, friedliebende Bürger, die mit beiden Beinen auf dem Grundgesetz stehen, wir Mitglieder und Sympathisanten der AfD, wir sind dafür, dass friedlich demonstriert wird, im Gegensatz zu den Krawallmachern da hinten. Die Polizei darf des Weiteren unter bestimmten Voraussetzungen Bild- und Tonaufnahmen von Teilnehmern bei und in Zusammenhang mit Demonstrationen zur Abwehr erheblicher Gefahr und zur Strafverfolgung anfertigen. Thorsten Jahn hält. Innerhalb von befriedeten Bezirken, also diese Bannmeile, die bestehen, der Parlamente und anderer Verfassungsorgane bedürfen diese Demonstrationen der behördlichen Zulassung. Ansonsten muss ich ein großes Lob an die Verantwortlichen der Stadt Altenburg, Landratsamt, Polizei, Ordnungsamt sagen, die unsere Veranstaltung gut abgesichert hat und dafür gesorgt hat, dass wir nicht angegriffen werden können und dass es einen friedlichen und guten Verlauf gibt. Diese Veranstaltung hat unser Bundestagsabgeordneter Dr. Robby Schlund, Mitglied des Kreistages, Mitglied in vielen Ausschüssen, ins Leben gerufen. Seiner Organisation ist es zu verdanken, dass heute hier Björn Höcke zu euch reden wird, dass Andreas Kalbitz hierher kommt. Bravo! Und dass wir aus deren Munde noch einmal hören, wie es um Deutschland steht. Wir alle wissen und können die große Verantwortung einschätzen, die zum Beispiel Dr. Robby Schlund in seiner Zusammenarbeit als Parlamentarier mit Russland hat, im Ausschuss, im Gesundheitsausschuss, wie er gekämpft hat gegen Corona-Maßnahmen, wie er aufgedeckt hat, welcher Schwachsinn uns untergejubelt würde, dass wir mit Masken immer noch rumrennen müssen. Ich sage nicht, es ist keine Maske, es ist ein Mundschutz. Und Bertolt Brecht hat einmal gesagt, die Bürger werden eines Tages nicht nur die Fehler der Politiker bereuen, sondern auch die schweigende Mehrheit, Masse der Bevölkerung. Und deshalb freue ich mich, dass heute so viele gekommen sind, die den Mut aufgebracht haben. Und ich gebe jetzt an unseren Moderator Thomas Rudi, der in eurer Stadt gut bekannt ist, unseren Landtagsabgeordneten, der euch
durch unsere Veranstaltung führt. Ich danke euch. Liebe Bürger, ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Und ich freue mich, Ihnen, ungeachtet der Blamage, die Sie erlitten haben, als ein ordentliches Gericht Ihnen die Weitergabe, Weiterverwendung Ihrer Formulierungen untersagte, haben Sie für uns die Werbetrommel gerührt, wie wir es selbst nicht hätten besser machen können. Danke! Und Sie ganz nebenbei als Antidemokrat demaskiert. Für uns Patrioten ist das ein derart grandioser Punktsieg, den wir kaum erträumt hätten, dass wir noch in Wochen und Monaten mit Freude und Genugtuung daran zurückdenken werden. Danke für Ihre uneigennützige Mitwirkung in unserem Erfolg. Gebührt Ihnen der Applaus aller Teilnehmer, auch von mir. Ja Leute, teilt das live bitte überall rein. Damit noch mehr so, Menschen heute und haben, die reden hören. Einige unserer Leute, die heute reden, der Herr Dröse ist jetzt auch gerade unterwegs, der kommt auch sofort. Aber als erstes haben wir unseren Robi Schlund, unseren Bundestagsabgeordneten, der hier seine Rede hält. Robi, kommst du? Danke, lieber Thomas. Danke euch alle, dass ihr heute hier gekommen seid und so zahlreich. Ich bin einfach froh, dass wir endlich wieder auf die Straße zurückgefunden haben, meine Damen und Herren. Die AfD wurde in den letzten Wochen und Monaten totgeschwiegen, weggetan, hinter irgendwelchen Scheinkrisen verschanzt. Jetzt sind wir wieder da, meine Damen und Herren. Ich möchte euch danken. Danken dafür, dass ihr in so schwierigen und krisenhaften Zeiten nicht den Kopf in den Sand steckt, sondern gerade jetzt Flagge zeigt gegen ein zutiefst krisenhaftes System hier in Deutschland. In diesem krisenhaften System zählen Lügen, Geld und Machterhalt mehr wert als unsere Menschen, die hier leben, unsere Familien, unsere Heimat. Danke, dass ihr da seid. Und meinen ganz besonderen Dank gilt natürlich unserer Truppe um Frank Hausner, die uns diesen antifaschistischen Schutzwall da hinten gebaut haben. Und natürlich gilt der Dank allen Ordnern und Helfern und natürlich der Polizei, die heute hier für Ordnung sorgen, dass wir im parlamentarischen und demokratischen Sinne unsere Stimme für unsere Menschen erheben können. Damit hat sich also wieder bewahrheitet, was schon immer wir von der AfD gesagt haben, dass zum Beispiel wir mit anderen Maßstäben gemessen werden. Der Thomas Rudi hat es schon angedeutet, der Oberbürgermeister hier in Altenburg stellt sich selbst ein Armutszeugnis aus. Er stellt sich ein Armutszeugnis raus, das er zeigt, dass er weder demokratische noch parlamentarische Gepflogenheiten beherrscht. Da muss ihm erst gesagt werden, dass er 10.000 Euro Strafe bezahlen muss, wenn er solche Tweets gegen Andersdenkende in diesem Land nicht löscht. Es ist mir eine besondere Ehre, heute für euch hier als Mitglied des Deutschen Bundestags Gastgeber zu sein. Und ich bin der Meinung, dass es auch schon lange überfällig ist in der Corona-Zeit, dass wir wieder uns zusammentreffen, hier auf der Straße wiederfinden und gemeinsam für unsere Ziele einstehen. Denn was auch überfällig ist für unsere gesamte Basis in allen Ebenen der politischen Arbeit der AfD, die Einigkeit zu demonstrieren. Denn eins macht nur stark, das ist die Einigkeit, meine Damen und Herren. Gerade in den Zeiten von Krisen kann nur die Einigkeit einer breiten Plattform der Bürger dieses Landes den unaufhaltsamen Marsch in den Abgrund verhindern und die Regierenden zum Umdenken zu bewegen. Doch, meine Damen und Herren, was sind die Ursachen von Krisen, insbesondere den hausgemachten? Die Ursachen von hausgemachten Krisen, und damit meine ich jetzt nicht unbedingt die in der Partei oder in der Basis sind, sondern ich meine die Krisen des Systems. Die Ursachen dieser systemimmanenten gefährlichen Konfliktentwicklung innerhalb einer Gemeinschaft, die können sowohl echt sein, als eben auch hausgemacht, wie ich es eben gerade betont hatte.
Besonders die hausgemachten oder sogenannten Scheinkrisen sind problematisch. Da hier bewusst nicht lösungsorientierte Probleme angegangen werden, sondern diese eigentlich nur gezielt eingesetzt werden, um Menschen in Angst und Hysterie zu versetzen und sie damit in eine gewünschte Richtung gleichzuschalten, meine Damen und Herren. Es werden bewusst Endphasen von Krisen und sogenannten Katastrophen inszeniert, um vorgefertigte Lösungen zu präsentieren, bis hin zu Ermächtigungsgesetzen. Nein. Das, meine Damen und Herren, hat mit Demokratie und Grundgesetz nichts mehr zu tun. Das dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Das ist wie Weihnachten neben Team Heimat und Lilly Thüring. Lasst uns endlich aufstehen und fordern, dass diese Scheinkrisen, wie wir es in der Corona-Pandemie erlebt haben, untersucht werden und endlich einem unabhängigen Gremium von Experten analysiert werden können. Jawohl! Diese Experten werden nicht gehört, eingeschüchtert und in ihrer freien Meinungsäußerung behindert. Das dürfen wir nicht als AfD zulassen. Aber was noch viel interessanter ist, dass diese Scheinkrisen von dem eigentlichen Problem ablenken, von den fundamentalen Krisen des globalen finanzkapitalistischen Systems, die sowohl von Karl Marx als auch von Keynesianismus hinlänglich beschrieben worden sind. Denn diese, die da hinten stehen, die von Karl Marx und Friedrich Engels und was auch immer reden, haben diese Bücher ja gar nicht gelesen. Sie setzen Masken auf, sie tun ihre Kinder vor die Hunde gehen lassen und sagen, die Familie wäre scheiße. 1927, Familienkongress in der Sowjetunion, hat man festgestellt, dass selbst der Sozialismus ohne eine intakte, traditionelle Familie nicht überleben kann. Sehr gut. Diese fundamentale Krise liegt in der Suche immer neuer Absatzmärkte und Regulierung zugunsten einer globalen Weltwirtschaft, die nur noch von wenigen kontrolliert wird. Und diese Kontrolle wird zum großen Teil unter anderem vom deutschen Steuerzahler bezahlt. Und das können wir nicht zulassen. Wir wollen keine Kredite, für die wir aufnehmen, die dann unsere Kinder und Kindeskinder bezahlen müssen. Doch wer, meine Damen und Herren, ist denn dann nun verantwortlich? Dieser sogenannte sozio-militärische Industriekomplex ist die Ursache der tiefgreifendsten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, der, um den Erhalt zu sichern, auf sogenannte Scheinkrisen zurückgreift. Aber diese Krisen sind hausgemacht, um nur einige zu nennen. Und Sie werden sie jeden Tag in den Zeitungen, in den Medien wiederfinden. Nahostkrise, Flüchtlingskrise, Ukraine-Krise, Russland-Krise, Klimakrise, Corona-Krise, jetzt eine Rassismus-Krise und so weiter und so fort. Und was glauben Sie, was die nächste Krise sein wird? Da muss man kein Prophet sein. Da weiß man, was dann kommt. Wisst ihr sie? Die nächste Krise ist die Wahlkrise. Denn in dieser Wahlkrise werden die Bürgerrechte noch weiter eingeschränkt, um unsere AfD an unserem Erfolg, an unseren Möglichkeiten, hier in Deutschland was zu tun, zu hindern. Das werden wir nicht zulassen. Was machen aber diese Scheinkrisen? Diese Scheinkrisen verursachen Krieg, Bürgerkrieg, Not und Leid unter dem Deckmantel der sogenannten Demokratie, die gar keine mehr ist, und zu ungeahnten Völkerwanderungen, meine Damen und Herren. Dadurch verschwinden wir in jedem Land dieser Welt, so auch bei uns, die wichtigsten Werte wie Heimat, Kultur, Familie und Tradition. Eine moderne Gesellschaft ist wie die unsere damit dem unweigerlichen Untergang geweiht. Die Altparteien sind verantwortlich für diesen abenteuerlichen Ritt auf dem Vulkan, meine Damen und Herren. Lasst uns hier und heute den Grundstein für eine Bewegung legen gegen noch mehr Scheinkrisen. Lasst uns das wahre Übel dieses Problems angehen. Die ungehemmte Globalisierung mit all ihren Folgen. Damit meine ich nicht, dass Welthandel etwas Schlechtes sei, sondern dass erst ein redundantes, paralleles Vorhandensein von lokalen, kulturangepassten Wirtschaftsclustern und auch Welthandel ein gesundes, nachhaltiges Verhältnis schafft, das Gemeinschaft, Kultur, Tradition und Umwelt schützt. Wir werden uns nicht einschüchtern lassen. Denn Angst ist niemals ein guter Begleiter.
Viele von Ihnen, von euch, die hier sind, sind ehemalige DDR-Bürger. Wir wurden doch jeden Tag beobachtet. Hatte da jemand Angst? Nein, niemand hatte Angst. Und deswegen haben wir auch keine Angst vor irgendwelchen Beobachtungen. Denn wir haben nichts zu verbergen. Wir sind friedlich, grundgesetzkonform und setzen uns für eine weitere Entwicklung unserer Gesellschaft ein. Freiheitsnah, heimatverbunden und patriotisch. Jawohl! Wir wollen keinen Krieg mit anderen Völkern. Wir wollen aber, dass unser Land und unsere Kultur eine Zukunft hat. Wir wollen, dass unsere Werte und Traditionen Beachtung finden. Und wir wollen in Sicherheit unser Land weiter voranbringen. Für unsere Menschen, die hier leben, nach dem Grundsatz, unser Land, unsere Regeln im Interesse von Deutschland. Ja, vielen Dank, Leute. 3000 Zuschauer. Und last but not least, entschuldigen Sie mir den Anglizismus, aber als letztes, die Menschen in Deutschland haben viel geleistet in den letzten Jahrzehnten. Nach dem Krieg und sie haben die DDR, eine friedliche Revolution durch Einigkeit zum Erfolg geführt. Diese Früchte lassen wir uns nicht nehmen. Wir, die AfD, im Schulterschluss mit allen patriotischen und zukunftsgewandten Kräften werden gemeinsam in Deutschland wieder Zuversicht und Visionen für unsere Kinder und Kindeskinder Wirklichkeit lassen. Vielen Dank. Das war die Rede von Robby Flum. Jetzt Wotten, Aufbecker und Kalbitz. Ich möchte gleich mal den nächsten Stargast praktisch ankündigen. Das ist keine Schuldenunion als die EU. Niemand wird sagen, dass man sozusagen im Zuge der Corona-Krise nicht seinen Nachbarn helfen soll, aber eben nicht nach dem Gießkannenprinzip, sondern mit klaren Regeln und entsprechenden Gegenleistungen. Aktuell wird verhandelt ein Haushalt oder beziehungsweise die Höhe der Corona-Regeln. Das geht um 750 Milliarden. Davon sollen beispielsweise für die Südländer Italien und Spanien 500 Milliarden als Geschenk gegeben werden, ohne Gegenleistung. Und das ist auch, meine Damen und Herren, was wir von der Alternative für Deutschland natürlich ablehnen. Aber wer das nicht möchte, der darüber diskutiert und sagt, wir müssen doch einen Rahmen machen. Also jeder, der bei einer Bank irgendwie Geld haben will, muss ja nachweisen, wofür er das Geld braucht. Wir machen das natürlich auch, weil es ist ihr Steuergeld, was dort verbraten wird. Und wir gelten dann als geizig, unsolidarisch oder, wie neuerdings im Mode, als böse Rechtspopulisten. Meine Damen und Herren, die EU hat neben dem Geldproblem vor allen Dingen ein Demokratieproblem. Sie erinnern sich dran, vor einem guten Jahr waren Wahlen zum Europäischen Parlament. Da komme ich gleich noch drauf. Das steht bei mir hier in Anführungsstrichen. Und Sie erinnern sich, es gab dort die Spitzenkandidaten, 3 Stück. Und am Ende ist es jemand völlig anderes geworden. Nachdem hinter verschlossenen Türen geschachert wurde, wurde sozusagen Frau von der Leyen auf den Schild gehoben. Sie ist heute Kommissionspräsidentin. Meine Damen und Herren, das gibt es, glaube ich, nicht mal in irgendeiner Bananenrepublik in Afrika. Ein Wort zum Europäischen Parlament, wie gesagt, bei uns steht das immer in Anführungsstrichen, da komme ich ein andermal noch drauf. Dieses sogenannte Parlament hat 1000 Milliarden, also in Worten 1000 Milliarden, beschlossen für ein Klimagesetz. Also für die, zum Teil die Trommler da drüben und die grünen Weltverbesserer. Man muss sich das vorstellen, 1000 Milliarden, 1 Billion. Die Europäische Union redet schon gar nicht mehr von Millionen und der sogenannte Green Deal, Thüringen ist ja auch Autoproduktionsstandort wie meine Heimatstadt Leipzig. Diese grüne Wahnsinnspolitik wird natürlich für die Katastrophe sorgen, für die deutsche und die europäische Wirtschaft, nicht nur für die deutsche Autoindustrie. Wir von der AfD sagen immer, sozial ist, was Arbeit schafft. Und wir wollen deutsche Arbeitsplätze vor diesen grünen Khmer schützen. Aber in der EU geht es noch weiter. Die EU will den totalen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft. Unter Stalin sprach man vom neuen Menschen, den man erschaffen muss. Einige, die Älteren unter Ihnen, die werden sich noch daran erinnern.
Das haben ja die Sowjetunion früher schon probiert und der Ausgang ist uns allen bekannt. Und es muss natürlich Geld her. Die EU fordert jetzt ganz unverblümt nicht nur unser Geld über den EU-Haushalt, sondern man möchte auch eigene Steuern erheben, Plastiksteuer, Stromhalmsteuer und man wird nicht müde, überhaupt Steuern in irgendeiner Form zu erfinden, auch alter Wein in neuen Schläuchen, nur dass eben die Steuereinnahmen, das Steuereinsammeln eigentlich immer nationales Königsrecht ist und dafür stehen wir von der AfD ein und so soll es auch bleiben. Meine Damen und Herren, die EU gibt Geld aus, vor allem wenn es der grünen Ideologie nützt, wobei Ideologie meiner Meinung nach auch ersetzt werden könnte durch Religion. Diese grünen Kampfgruppen agieren wie eine Sekte und wer nicht spurt, bekommt die Inquisition zu spüren oder Besuch von Greta. Feinde dieser Grünen sind vor allem die Autofahrer. Also ich gestehe, ich bin mit dem Auto hier, mit einem Diesel aus deutscher Wertarbeit. Ich hoffe, Sie sehen es mir nach. Also Feinde der Grünen sind vor allem die Autofahrer und die Fleischfresser. Ich weiß nicht, wer von Ihnen noch Fleisch isst. Ich hoffe doch, weil das ist gesund. Wir haben ja aus der Geschichte gelernt, wozu Vegetarismus führt. Also diese Fleischesser stehen ganz oben auf der Agenda. Kürzlich sagte einer dieser Greta-Jünger im Fernsehen, Menschen, die Fleisch essen, sind Teufel. Meiner Meinung nach ist das total irre. Neben diesen grünen Irren gibt es noch eine andere besonders fanatische Gruppe, die in der EU immer mehr an Macht gewinnt. Das sind die sogenannten Gender-Aktivisten. Das sind nicht nur Leute wie Anne Will, die vom Bund der Steuerzahler Gender-Sternchen innen faseln, sondern einflussreiche Lobbyisten, die bei allen Vertragsverhandlungen mitverhandeln. Das muss uns klar sein. Bei diesem ganzen Wahnsinn lachen sich die Chinesen sozusagen schlapp. Bei so viel Wahnsinn, denn die bauen gerade von Budapest nach Belgrad eine Autobahn und fragen sich sicherlich keine Firma nach deren Frauenquote. Meine Damen und Herren, die EU ist sozusagen Schnee von gestern. Sie ist nicht ganz auf der Höhe der Zeit und leider wird auch immer mehr die Marktwirtschaft innerhalb der EU außer Kraft gesetzt. Meine Damen und Herren, wir von der Alternative Deutschland, wir wollen ein Europa der Vaterländer, wo die wirtschaftliche Vernunft regiert, dass eben unsere aller Arbeitsplätze möglichst erhalten bleiben in Deutschland. Ich weiß nicht, ob Sie zur Ratspräsidentschaft, wie gesagt, 6 Monate geht das. Es wird für Sie, für uns alle ziemlich teuer werden. So viel steht schon mal fest. Ich weiß nicht, ob Sie das Motto kennen. Sag sie mal. Also, das Motto heißt, gemeinsam, Punkt, Europa wieder stark machen. Klingt irgendwie ein bisschen wie Make America Great Again. Also, EU und federführend unsere Volksvertreter in den Regierungsstuben, also das Merkel-Regime wird nicht müde, tagtäglich auf Herrn Trump einzudreschen, aber sind ehrlich gesagt zu blöd dazu, sich ein eigenes Motto auszusuchen, sondern kupfern beim amerikanischen Präsidenten ab. Auch das ist ein Zeichen, dem Zustand der EU ist sozusagen nicht mehr viel Zeit zu geben und spricht für sich, glaube ich. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch so ein bisschen vielleicht den Mut machen, falls Sie es noch nicht getan haben in der Vergangenheit, bei uns eine Alternative für Deutschland in Zukunft das Kreuz zu machen. Ich würde gerne so auf ein paar Punkte eingehen, die die anderen Parteien, die Altparteien, wie wir sagen, der Bundestagspräsident spricht manchmal von den übrigen Parteien. Das würde ich so fast für richtig erachten. Also, meine Damen und Herren, die CDU schafft die Schuldenunion. Die AfD will das nicht. Die SPD will die Sozialunion und mit einer europäischen Arbeitsversicherung, Arbeitslosenversicherung. Die AfD möchte das nicht. Die FDP, die gibt es, glaube ich, die gibt es wirklich noch, also nicht nur in Thüringen, die möchte so gerne die Hongkong-Chinesen nach Deutschland holen. Auch das wollen wir nicht. Das ist ein innerchinesisches Problem und das sollen die Chinesen bitte selbst lösen. Meine Damen und Herren, und die Spitze des Eisbergs, eine Partei, die sich immer dünner macht in den Parlamenten,
ist die SPD ein Vertreter, werden Sie die nächsten Monate öfters hören. Michael Roth ist Staatsminister im Außenministerium, sieht auch so ein bisschen aus wie der kleine Heiko. Also der EU-Minister Roth sieht die wichtigste Aufgabe für die nächsten 6 Monate, Albanien und Mazedonien in die EU zu holen. Also er will den Weg ebnen und auch das lehnt die AfD strikt ab. Und zu guter Letzt natürlich die Grünen. Die Grünen wollen eine Klimapräsidentschaft. Und dann gibt es allerdings noch, also meinen persönlichen Favoriten, er ist Minister in Deutschland, er ist Innenminister, Herrn Seehofer, den Horst, wir kennen ihn als Horst. Der Drehhofer im Kabinett Merkel, früher wollte er Merkel verklagen wegen der Flüchtlingspolitik, dann wollte er die Obergrenze und neulich schämt er sich für die EU, weil die Asylanten vom Mittelmeer nicht verteilt werden. Seehofer will scheinbar eine Asylunion. Seehofer, meine Damen und Herren, damit komme ich zum Ende, und andere Verstrahlte meinen hier, dass Deutschland mit gutem Beispiel vorangehen soll, am besten alle aufnehmen. 500.000 warten oben in Libyen, die sollen per Luftbrücke und Kreuzfahrtschiffen aufgenommen werden bzw. hergeholt werden. Allen Ernstes, keine Erfindung von mir, darüber wird diskutiert in diesem Land. Da würde ich Ihnen zustimmen. Neuerdings fragt sich die EU allerdings, wie soll es denn weitergehen mit ihr? Also sie fragt sich selber, also es gibt ja genug Kritik, am Anfang der Corona-Krise gab es da durchaus noch mal so einen ganz leichten Touch von Selbstkritik, ist alles längst Schnee von gestern. Man will eine Zukunftskonferenz abhalten in diesem Jahr mit 2000 eingeladenen Bürgern, vielleicht, wenn sie es erfahren, ich weiß nicht, wie das jetzt geladen wird, das kann ich Ihnen nicht sagen, aber falls Sie davon erfahren, gehen Sie doch mal hin, ist bestimmt interessant. Also ich würde heute eine Wette annehmen, dass es bei dieser Zukunftskonferenz im Wesentlichen um 3 Punkte geht. Kampf gegen die bösen Populisten, Kampf gegen die Desinformation von rechts und Kampf gegen die Verschwörer, meine Damen und Herren. Wir brauchen keine Show mit bestellten Bürgern, meine Damen und Herren. Die AfD will auch auf europäischer Ebene für große Fragen wie die Erweiterungsfrage und so weiter Volksabstimmungen nach Schweizer Vorbild. Das ist wichtig zur Not. Wenn es das Grundgesetz heute nicht hergibt, wir wissen, dass mittlerweile mit dem Grundgesetz sowieso schuflich umgegangen wird. Ich erinnere nur an die Grundrechtseinschränkungen. Wenn ich einen Robby richtig gehört habe, vorhin, der hat ja ist schon einiges dazu gesagt. Also es ist ein Skandal, wie hier sozusagen das Grundgesetz zur Seite geschoben wird. Und eben für diese wichtige Frage, Erweiterung, wie soll es weitergehen? Vielleicht kommen wir auch in wenigen Jahren dahin, dass wir, wenn wir sehen, dass den Briten das gut tut, und ich bin fest davon überzeugt, dass der Brexit den Briten gut tut, vielleicht kommen wir auch mal zu der Frage und wollen uns aus dieser neuen Sowjetunion, manche sagen auch EU-DSSR, verabschieden, und dafür brauchen wir Volksabstimmung, gegebenenfalls müssen wir das Grundgesetz eben anpassen. Meine Damen und Herren, üblicherweise macht man ja ein bisschen Hoffnung zum Schluss. Mir persönlich gibt es sehr große Hoffnung. Unsere wunderbare Nationalfahne da drüben so groß, so wie in Dresden. Ich bedanke mich bei den Fahnenjunkern oder bei den Herren und Damen, die die Fahne hochhalten, damit sozusagen dieses Geplärre von den Schreikindern und den bezahlten sogenannten Aktivisten uns hier erspart bleibt. Diese wunderschöne Fahne und auch Sie hier alle. Es ist nicht leicht im Moment, aber das gibt einem immer viel Kraft, und ich kann leider nicht ganz so optimistisch für die Zukunft sein, weil, meine Damen und Herren, die Schuldenunion wird kommen, unsere Kinder werden vor einem Schuldenberg stehen oder es gibt wieder eine Währungsreform. Wir Sparer, die Sparer verlieren alles. Noch können wir uns allerdings dagegen wehren, und daher ist es super, dass Sie heute, das Wetter war ja nicht ganz so klar, an diesem Abend hier in Altenburg sich eingefunden haben. Von meiner Seite aus großen Respekt, herzlichen Dank, dass Sie da sind. Also wir können uns noch dagegen wehren, dass die Europäische Union zur Schuldenunion wird. Leider wird auch die Öko-Union kommen, wenn wir nichts dagegen tun werden. Und leider wird es wahrscheinlich auch zu einer Flüchtlingsunion kommen, wenn wir nichts dagegen tun. Also bitte in Zukunft immer AfD wählen. Wir sind meiner Erfahrung nach wirklich in vielen Fragen, die Europa betrifft, die einzigste Oppositionspartei mit einem wirklichen, echten Gegenprogramm. Meine Damen und Herren,
die eben genannten Punkte, was uns für die Zukunft erwartet von der Europäischen Union, das sind alles Punkte, die AfD, die Alternative für Deutschland nicht möchte. Und wir wollen auf gar keinen Fall die sogenannten Vereinigten Staaten von Europa. Sehr gut. Meine Damen und Herren, und damit komme ich wirklich zum Schluss. Wir wollen unsere Identität behalten und gestehen das auch jedem unserer europäischen Nachbarn zu. Wir stehen für das Europa der Vaterländer und wir stehen, und das ist ganz wichtig, wir stehen für nationale Souveränität innerhalb der Europäischen Union. Und wenn das nicht klappt, dann treten wir irgendwann aus. Herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Vielen Dank für Ihr Kommen heute Abend. Danke sehr. Ja, vielen Dank, Siegbert. Vielen Dank für die interessanten Ausführungen. Ihr seht, in Deutschland ist wirklich fast nichts mehr in Ordnung. Und jetzt kann ich euch meinen besten Freund Jürgen Kohl ankündigen. Er ist nicht nur mein bester Freund, sondern einer der besten Sozialpolitiker in Deutschland, der das Rentenkonzept des Thüringer entwickelt hat. Und er ist jetzt am Pflegekonzept dran.